Willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Schwarz 2. Wir stehen hier vor dem nächsten Arenaleiter. Boden-Pokémon werden eingesetzt. Jo, ich will aufs Screen nochmal kurz unsere Pokémon heilen, damit wir halt gut gestärkt hier in den Kampf reingehen können. So, ja, Michel ist gerade momentan vorne. Nico hat sich ja auch weiterentwickelt. Und Michel sollte auch bald zur Entwicklung kommen. Daher werde ich auch mit Michel mal reingehen in den Kampf. Und mal sehen, was draus wird. Ich hoffe mal, wir gehen nicht Game Over. Ich habe den noch gar nicht angesprochen. Okay. Na egal. Ich habe mich in der Dunkelheit Schritt für Schritt vorangetastet. Den warmen Atem meines Pokémon-Teams im Nacken. Es hat uns einander sehr nahe gebracht. Ich zeige dir, was wir für ein tolles Team sind. Das ist... WTF? Das ist ein normaler Pokémon-Trainer. Fail? Fragezeichen? Ich glaube, ein richtiger Fail ist das. IWTF. Ja gut, dann kümmert sich kurz Jonas drum und dann können wir dann auch den Arenaleiter suchen. WTF, ich dachte, das wäre der Arenaleiter. Oder bin ich jetzt beim falschen Trainer abgebogen? Weil ich war, wie gesagt, zwischendurch die Pokémon heilen. Kann auch sein. Hä? Okay, das ist was Faszinierendes. Ja. Ich dachte, das wäre der. Aber nee. Jetzt müssen wir den Arenaleiter suchen, oder was? Hier ist... Ich dachte halt so hinten. Ja, es gab noch Aufzüge. Aber ich habe auf Skin herausgefunden, was die Aufzüge machen. Hier ist ja auch nichts weiter. Jetzt bin ich verwundert. Wo ist der Arenaleiter? Oh, Moment. Sieht das da rechts? Ja, hier. Ich zeige euch später, was die Aufzüge machen. Kann man dann später auch noch sehen. Gut, jetzt auf ein neues. Du hast mich warten lassen. Ja, sorry, ich dachte, du wärst mir anders. Dann lass mal sehen, was du drauf hast. Ja, jetzt aber. Ja, moin. Ein bisschen hier. Kann ja auch mal passieren. Aber habe ich schon gewundert, der sieht aber nicht wie ein Arenaleiter aus. Der sieht hier wie ein Arenaleiter aus. Drei Pokémon als erstes. Rockaiman. Oder wie auch immer ausgesprochen wird. Die Weiterentwicklung von Garnovil. Interessant. Da werde ich mal Schaufler einsetzen. Er setzt Knoscher ein. Wow. Das ist eine sehr starke Attacke. Ja gut. Dann werde ich dementsprechend jetzt wechseln zu René. An sich mache ich mir keine Sorgen, weil wir haben einerseits jetzt hier zum Beispiel René. Der kann eine Kampfattacke einsetzen und das ist weg. Und dann haben wir ja auch noch Jonas, also von daher. Knoscher sollte jetzt nicht ganz so viel Schaden machen. Nee. War so ein Volltreffer. Lol. Verteidigung sinkt zwar, aber egal. Kraftwelle. Und tschüss. Michel sollte jetzt auch ein Level aufsteigen. Und René auch. Wunderbar. Level 32 für René. Und Michel erreicht auch Level 32. Läuft. So, Sandama. Da wechsle ich direkt zu Jonas. Weil... Ja, das Sandama ist, glaube ich, nur vom Typ Boden. Bedeutet, ich habe auch nur die Pflanzenattacken hier gegen Sandama. Aber cooles Pokémon. Hatten wir bis jetzt hier auch, glaube ich, gar nicht in der Arena gesehen. Von daher... Freue ich mich. So, währenddessen kann ich mal... Oh, hat sie überlebt. Und zwar... Ich habe nochmal die Grafik so ein bisschen... verbessert. Kann man zum Beispiel vielleicht auch an Sandama so erkennen. Jonas, ja gut, er ist hier so ein bisschen verpixelt immer noch. Aber generell habe ich das, die Texturen mal schärfer gemacht. Ich habe das kleine Gefühl, dass es hier und da vielleicht ein paar weniger FPS gibt. Aber so an sich fällt das, glaube ich, nicht auf. Aber der Grafikunterschied, der fällt auf jeden Fall auf, finde ich.
Und ich denke mal, man kann so erstmal hier weiterkämpfen. Eine geile Attacke können wir jetzt erlernen. Laubklinge. Stärke 90, Genauigkeit 100. Hieb mit scharfkantigem Blatt. Hohe Volltrefferquote. Ist aber besser als Samenbomben, was wir vor kurzem erlernen lassen haben. Ja gut, dann kommt halt... Ja, kommt Samenbomben wieder raus. Ah, war trotzdem schön mit Samenbomben. Aber jetzt ist es Zeit für Laubklinge. Mal ein bisschen stärker. Stahlober. Uiuiui. Stahlboden. Hätten wir theoretisch einerseits René, andererseits aber auch Jonas. Und ich finde, Jonas kann gleich mal weiterkämpfen und mal zeigen, was seine neue Pflanzenattacken kann. Ich glaube, Stahlober ist vom Typ Stahl noch. Aber ja, sieht auch so aus. Und dann der Name Stahlober. Von daher, Laubklinge. Oh, er greift gleich als erstes an. Ist das dein Ernst? René. Ist das dein Ernst, Stahlober? Du willst wirklich Stress haben? Los, René. Kraftwelle. Ja? Ah, der hat noch eine Beere. Ah, das ist eine blöde Zitrobeere. Das macht sehr, sehr viel Schaden. Ja, ist klar, noch ein Volltreffer. Mann. Ich habe Fenster auf, merke ich gerade. Cheat. Status Heilmittel, ich setze einen Beleber für Jonas ein. Nico, ich muss dich leider aufopfern. Weil ich denke, er wird das nicht überleben. Well, es kommt nur ein Schlitzer. Das könnte er über... Ja, das tut er überleben. Aber ich möchte Jonas komplett geheilt haben, daher kommt hier noch ein super Tankkerze zum Einsatz. Steinhaar. Okay, er macht Steinhaar. Okay, warum? Aber hat leider auch Nico besiegt. Wow, der Stahlober, das überrascht. Leider auch mit Volltreffern. Zwei Stück. So, jetzt hier nochmal Laubklinge. Los, Jonas. Es ist nur normal effektiv. Wahrscheinlich wegen dem Stahltyp. So wenig Schaden macht das normalerweise, ey. Das war so viel Pech, was wir gerade hatten. So, tschüss. Jetzt hatten wir mal einen Volltreffer. Sonst hätten wir noch eine Runde wahrscheinlich kämpfen müssen. Ah. Oh, Turner ist besiegt. Ah, oh, das Geld ist schön. Und, jo. Ui, du hast ganz schön was drauf. Es gibt immer mehr Trainer, die echtes Talent haben, obwohl sie nur jung sind. Hier für dich. Der Orden. Und ich bin sehr gespannt, was wir jetzt für eine TM bekommen. Könnte vielleicht interessant für Michelle werden. Der Seismo-Ohren. Damit hast du also nun 5 Ohren, oder? Damit gehorchen dir jetzt Pokémon bis zu einem Level von 60. Hier, nimm noch diese technische Maschine. Dampfwalze, die Attacke haben wir schon. Schade. Okay, gut, dann geht's. Na gut, dann komm mal mit. Hä? Ich würde eigentlich noch zeigen, was die Aufzüge gemacht haben. Na egal, ich kann euch das sagen. Die Aufzüge hätten euch ein paar Meter höher geschickt und ihr hättet einen besseren Ausblick über das Feld gehabt, über die weiteren Plattformen und so. Mehr macht das auch nicht. Es gibt da keine geheimen Gänge oder so, die man vorher nicht sehen kann, sondern es ist einfach nur eine Erhebung, um ein besseres Sichtfeld zu haben. Eine gute Vorstellung braucht erstklassige Tänzer? Okay, lol. Falsche Richtung. Hier geht's lang. Oh, Reto. Du hast also auch den Ohren bekommen? Ich wusste, du schaffst es. Meine Ohren verdanke ich meinem Pokémon. Aber die Pokébälle sind nicht das Einzige, was mich ihnen verbindet, oder? Wenn dem nämlich so wäre, dann kommen die Gefühle des gestohlenen Philolu bestimmt nicht wieder. Ach, ihr kennt euch? Wisst ihr was? Weil ihr beide so gut gekämpft habt, nehme ich euch an einen besonderen Ort mit. Ich möchte euch da nämlich was zeigen. Da fällt mir ein, ich wollte dich etwas fragen, Turner. Du hast die Plasma vergeben? Warum? Wie konntest du nur? Man hat alles unter einem unterschiedlichen Blickwinkel betrachtet. Wer sich zum Richter von Gut und Böse aufschwingt, läuft Gefahr, außer der eigenen keine andere Meinung mehr zuzulassen. Weißt du, wie gefährlich das ist? Das nennt man wohl eine erwachsene Betrachtungsweise. Wie dem auch sei, ich werde gegen Team Plasma kämpfen. Ach ja,
Was ist denn das da für ein Ort, den du uns unbedingt zeigen willst? Habt ihr schon mal was von Pokémon World Tournament gehört? Da versammeln sich Trainer aus aller Welt, um herauszufinden, wer der Stärkste ist. Ich warte auf euch im Süden der Stadt. Okay. Ist eigentlich für uns nicht so interessant, weil diese Funktion sowieso nicht mehr aktiviert ist von Nintendo aus. Ein Turnier, bei dem entschieden wird, wer der Stärkste ist? Alles klar, das wird ein Spezialtraining. Da mache ich mit. Also wenn es das ist, was ich denke. Wir gehen erstmal kurz ins Pokémon Center, weil schließlich sind René und Nico down gegangen. Wo es mir auch persönlich so ein bisschen leid tut, dass halt auch Nico dementsprechend aufgeopfert werden musste. Aber ich brauchte zwei Züge, um Jonas zu heilen, damit er dann durchschlagen kann. Na gut, letztendlich hätte der Supertrank hätte es den Supertrank nicht gebraucht, aber ja, ich wollte sicher gehen. Nicht, dass ich hier jetzt wieder Game Over gehe. So im Süden der Stadt. Hier? Ja, hier konnten wir beim letzten Mal nicht weiter. Ah, das ist dieses PVT. Aha, okay. Wenn man vor anderen einen Pokémon-Kampf austritt, muss man aufpassen, dass man nicht zu viel verhungert. Obwohl ich das sage, bin ich ein Fan der Attackenblättertanz, Falterei, Feuerrei, Drantanz und manchmal auch Lunatanz. Okay. Ich besitze die Gabe, den Typ der Kraftreserve zu erahnen. Wenn ein Pokémon die Attacke Kraftreserve erinnert, weiß ich genau, welchen Typ dieses sein wird. Keine Ahnung weshalb, aber ich habe einfach diese besondere Fähigkeit. Ich demonstriere, man kann gerne ein Pokémon sein. Wir haben kein Pokémon mit Kraftreserve. Aber interessant, den hier zu finden. So, hier ist irgendwas. Hülle, da drüben ist der alte Fluchtweg. Er wurde erst vor kurzem entdeckt. Wo hat er denn nochmal hingeführt? Können wir da durch? Ja, da können wir dann später noch rein. Aber erstmal will ich hier alles erkunden. Hinterher. Oh, ihr kennt mich ja. Mich nennen alle Fräulein Erinnerung. Ich kenne nämlich alle Attacken, die Pokémon beim Heranwachsen erlernen. Ich kann dafür sorgen, dass sie sich wieder daran erinnern können. Geil, da ist dieser. Den müssen wir uns merken. Wir schauen einfach mal, ob irgendein entwickeltes Pokémon von uns vielleicht schon eine Attacke kann, die wir bräuchten können. Oder was heißt, erinnern kann sozusagen. Kommen wir erstmal bei René. Da wäre zum Beispiel Finsteraura, Stärke 80, Genauigkeit 100 und Typ Unlicht. Sehr interessant. Und sonst? Metallklaue? Noch irgendeine Stahlattacke? Metallklaue wäre auch noch so eine Attacke. Statt Metall, Zaunt halt. Allerdings weiß ich nicht, wann erlernt Lucario seine erste Dingsattacke. Seine erste. Aber wie heißt es? Stahlattacke. Will mal kurz schauen. Schau mal kurz nach. PokeWiki. PokeWiki. Ach. Verschrieben. Weil sonst ist Metallklaue auf jeden Fall jetzt hier. Könnte man nehmen. Lucario. So, fünfte Generation. Durch Levelaufstieg. Die erste Stahlattacke wäre. Gar nicht? Gar nicht. Es gibt für Lucario keine Stahlattacke hier, die es erlernen kann. Außer Metallzaun. Hä? Nur durch VM und TM. Lichtkanone zum Beispiel wäre möglich. Und ich weiß nicht, wann man Lichtkanone bekommt. Daher würde ich sagen, die Metallklaue nehmen wir erstmal. Und eventuell noch Finsteraura, wenn wir nichts anderes finden für irgendwen anderes. Weil so eine Unlichtattacke ist halt auch nicht verkehrt. So. So, Metallklaue haben wir. So, dann schauen wir nochmal bei anderen Pokémon rein. Zum Beispiel Nico. Der hat sich ja entwickelt.
Und da wäre zum Beispiel Konfusion Stärke 50. Okay, wir haben da auf jeden Fall was Besseres inzwischen. So, dann haben wir noch Jonas. Bei Michelle brauchen wir noch nicht nachschauen, da er später, wenn sie sich entwickelt hat. Bei Jonas wäre es halt jetzt auch nochmal interessant. Das sieht aber nichts dann aus. Nee. Na, letztendlich sollten wir dann nochmal vorbeischauen, wenn sowieso die Pokémon die Endentwicklung erreicht haben. Dann macht das nochmal Sinn. Dann würde ich sagen, bei René halt, er hat ja die Endentwicklung, daher ist das ja bei ihm auch soweit ist ganz gut. Und Typ Unlicht, wir haben noch bisher kein Pokémon, was Typ Unlicht ist. Daher nehmen wir auch Insta-Aura ruhig mal mit rein. Dann ist wirklich René derjenige mit den meisten Typen. Jetzt ist die Frage, Rückkehr oder Knochen hat's raus? Ich würde sogar Rückkehr sagen, weil Jonas hat momentan noch Rückkehr und ja, so ein Knochen hat's ist vielleicht auch nicht verkehrt für das eine oder andere. Genau, dann haben wir jetzt auch noch eine Unlichtattacke. Ich weiß zwar jetzt nicht, auf was Unlicht sehr effektiv ist, aber ja, an sich ist das ja jetzt hier nicht verkehrt. Cool. Was macht der? Wer ich bin, willst du wissen? Ach ja, genau, ich bin Attacken-Verlerner. Cool. Der Attacken-Verlerner. Aber wir haben momentan keine VM und Pokémon beigebracht. Richtig? Richtig. So, da. Hey, ich bin ja noch nicht fertig mit Arcanine. Egal. Da wären wir. Na, was sagst du? Ist das nicht ein prächtiges Gebäude? Das ist der Austragungsort des Pokémon World Tournament. Da kriegt man den Mund nicht mehr zu, oder? Ja, dann kommt mal mit. Kann ich mich hier noch umschauen, wenigstens? Kann ich natürlich nicht. Ist ja klar. Ich hasse das. Wenn ich von einem Ort zum anderen geschickt werde. Ich möchte euch darum bitten, am Maria-Turnier teilzunehmen. Die Regeln könnten nicht einfacher sein. Alles ist erlaubt. Es nehmen insgesamt 8 Trainer teil. Gewonnen hat derjenige, dem es gelingt, 3 Kämpfe für sich zu entscheiden. Ich soll auch mitmachen? Wieso? Ich habe noch äußerst wichtige Forschungsarbeiten zu erledigen. Komm schon, Shion. Wenn hier jemand der Menge zeigen kann, was es bedeutet, gemeinsam mit Pokémon einen Kampf auszutragen, dann du. Dein Wegbegleiter von damals ist nicht hier. Ich bin also auf dich angewiesen. Die Menge fährt außerdem total auf junge Talente und aufstrebende Stars ab. So, das wäre geklärt. Meldet euch einfach am Empfang, wenn ihr soweit seid. Ah, du bist einfach unverbesserlich, Turner. Ich muss zugeben, das Turnier hat mein Interesse geweckt. Na schön, will man nicht so sein. Ich gehe mich anmelden. Ich komme mit. Ich komme mit. Wie auch immer. Tu ja nicht so lange, Dennis. Lass uns kämpfen, ohne Kompromisse. Ja, gleich. Ich bin hier raus. Ich bin Arzt, ich bin hier raus. Bin hier nämlich noch nicht fertig. Mein Mann bringt den folgenden Pokémon die ultimative Attacke bei. Kategorie Lodernes Feuer, Glurak, Tornopto, Lokak, Panferno, Flambirex. Kategorie Plätscherndes Wasser, Turtok, Impagator, Sumpex, Impoleon, Admurai. Kategorie Grüne Pflanzen, Bisaflor, Meganie, Gewaldro, Shellterra, Serpi Royal. Ja, Serpi Royal haben wir leider noch nicht. Deswegen müssen wir da später auch nochmal vorbeikommen. Ich finde es klasse, wie unsere Herausforderungen uns mit der ganzen Welt verbinden. Alle finden mein Pokémon-Team toll. Ja, cool. Wasser sollen, Feuer sollen und Pflanzen sollen. Kombiniert man diese drei Attacken im Kampf, stellt sich ein ganz spezieller Effekt ein. Okay. Hey du! Ist ein Pokémon dabei, was du von Professor Esch bekommen hast. Dieses Pokémon kann eine besondere Attacke erlernen, egal auf welcher Entwicklungsstufe es sich befindet. Muss dir gegenüber aber zu toll sein, sonst klappt es nicht. Möchtest du wissen, dass ich ihm die. Möchtest du, dass ich ihm die Kombi-Attacke beibringe? Also gut, welchen deiner Pokémon soll ich die Attacke beibringen? Kannst nur Jonas. Ich weiß nicht, was das für eine Attacke ist. Werden wir gleich sehen. Soll ich Jonas die Attacke Pflanzsäulen beibringen? Schauen wir mal. Pflanzsäulen. Stärke 50 nur? Okay, ein Angriff mit Pflanzensäulen kombiniert mit Wassersäulen steigt die Wirkung und die Umgebung wird zu einem Sumpf. Ja gut, das ist aber momentan nicht drin und Stärke 50 ist besser als Megasauger. Aber wir setzen eh Laubklinge ein, also Megasauger ist momentan. Ja, also Megasauger ist ein bisschen überflüssig momentan.
Ein Helm ist ein unabdingbares Item, um sich vor Stößen zu schützen. Kann sicher nicht schaden, wenn du deine Pokémon auch damit ausrüstest. Beulenhelm, okay? Ein Beulenhelm ist echt ein interessantes Item. Mit einem Beulenhelm ausgestattetes Pokémon von einer physischen Attacke getroffen, erhält der Angreifer ebenfalls Schaden. Ja, eigentlich ganz cool. Jo, auf jeden Fall. Was für ein Trainer werden sich versammeln? Was für Pokémon-Kämpfe werden daraus entstehen? Ja. Gut, wir sind jetzt hier durch, glaube ich. Hier gibt es noch was. Aber ich denke mal, hier kommt man ja später hin, oder? Nee. Hier gibt es noch ein Item. Ein AP Plus lässt die AP einer Attacke um 1 ansteigen. Sehr, sehr interessant für später. Vielleicht mehr sammeln. Ein Schiff muss das Meer überqueren. Wenn ein Schiff im Hafen liegt, wirkt es irgendwie einsam. So, ich muss mal kurz nebenbei schauen, wie weit der Part fortgeschritten ist. Wenige Minuten noch. Bedeutet, wir werden in diesem Part nicht mehr anfangen mit den Kämpfen, sondern was werden wir jetzt noch machen? Wir werden mit den Leuten hier drinnen reden und dann ist ja der Part auch schon vorbei. Dann können wir im nächsten Part diese Kämpfe ausmachen, worauf ich auch schon sehr gespannt bin. Jo, die Sonia wird mir helfen, mir einen Namen zu machen, bis mich irgendwann schließlich alle Welt kennt. Aber im Moment bin ich noch ein einfacher Zuschauer. Das denken immer die meisten. Naja. Also ich kenne mich mit starken Trainern nicht gut aus. Sobald du also gegen Arenaleiter oder Champs so und so gekämpft hast, erzähle ich dir alles über sie. Okay, da könnte man später nochmal herkommen. So, hier gibt es dann doch nicht so viele. Erlaube mir, dir jetzt erklären, was hinter dem Begriff Gewinnpunkte steckt. Gewinnpunkte oder abgekürzt GP erhältst du für jeden Sieg bei einem der Turniere hier oder in der Kampfmetro von Rayon City. Wenn du genügend GP gesammelt hast, kannst du sie gegen eine Reihe äußerst nützlicher Items weiter tauschen. So, ich möchte auch nochmal kurz meine Aussage von vorhin vielleicht so revidieren, weil anscheinend scheint das doch nicht das zu sein, wo man mit online gegen andere Trainer kämpft, sondern eher so eine Kampfarena, ganz einfach. Von daher ist das halt doch noch möglich. So, hier ist die Tauschecke, wo man GP gegen Preise tauschen kann. Da ist die Frage, was kann man da kaufen? Schutzschild, Bodyguard, Doppelteam, Einäschern. Okay. Durchbruch? Okay. Eises Odem? Wende, Kraftreserve, Katapultkanne, Schwertanz, Angeberei, Plücker, Schlammwogel, Seitentausch, Verzögerung, Explosion und Psycho Plus. Alles so Attacken, wo ich mir denke, die sind irgendwie nicht so besonders. So, hier oben gibt's noch was. Ich wette, es gibt viele Trainer, die von weit her angereist kommen, um beim Turnier ihr Glück zu versuchen. Ja, glaube ich auch. Zuschauerränge sind bereits randvoll. Da passt nichts und niemand mehr rein. Das beweist, wie beliebt das Turnier ist. Oder wie wenig Plätze ihr habt. Turner ist einfach unglaublich. Es heißt, er habe diese Turnierhalle nur gebaut, damit Maria City weiter gedeiht. Vor 2 Jahren standen hier noch die Tiefkühlcontainer. Verrückt, oder? So, da ist wieder voll. Bedeutet, wir sind jetzt hier. Obwohl, hier gibt's noch was? Was gibt's denn hier? Ah, hier gibt diese. Uiuiui, hier gibt's Items. Einerseits die Items, die halt Werte erhöhen. Verteidigung, Spezialangriff, Spezialverteidigung, Initiative, KP, Basis-KP-Anzahl. Dann Entwicklungssteine. Dann generell Items. Ganz viele verschiedene. Uiuiui. Machtdinger. Orbe. Kräuter. Noch mehr Items. Uiuiui. Und am Ende Sonderbonbon. Okay. Gut, dann sind wir jetzt hier durch. Wir melden uns im nächsten Part dann hier an. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin und bye bye.